Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Fall geht es um die KV-Diagramme und zwar um deren Beschriftung und um das Ausfüllen der KV-Diagramme. Sollte dieses Thema für Sie schon bekannt sein, so könnten Sie dieses Video auslassen, denn ich gehe hier nicht auf die Gruppenbildung oder auf die Auswertung der KV-Diagramme ein. Zur Beschriftung der KV-Diagramme. Die einzelnen Felder der KV-Diagramme sind jeweils eindeutig einer Eingangskombination zugeordnet. So ist zum Beispiel dieses Feld dem Zustand A gleich 1, B gleich 1 und C gleich 1 zugeordnet, also hier unten dem A1, B1, C1. Genau das spiegelt sich in der Beschriftung wider. Dieses Feld darunter ist A1, B0, C1, also 101. 101. Entsprechend, weil der Ausgang hier 1 ist, habe ich da eine 1 eingetragen und in dem anderen Fall, als alle drei 1 waren, war der Ausgangszustand 0. Deshalb kommt hier gleich die 0 hinein. Die werde ich aber noch nachträglich eintragen. Die Beschriftung von KV-Diagramm ist natürlich nicht beliebig. Es gibt allerdings mehrere Möglichkeiten, die KV-Diagramme richtig zu beschriften. Gewährleistet sein muss dabei immer nur, dass tatsächlich alle Kombinationen, alle Eingangskombinationen wirklich vorkommen und damit natürlich auch, dass es keine Doppelten gibt. In den Tabellenbüchern und Nachschlagewerken finden Sie mal diese und mal jene Beschriftung. Es gibt auch noch eine ganz andere Beschriftungsmethodik, die eigentlich besser ist, aber diese ist weiter verbreitet, deshalb zeige ich diese hier. Für den Fall, dass Sie Klassenarbeiten oder Prüfungen zu dem Thema schreiben, sollten Sie sich natürlich die Beschriftung raussuchen, die in Ihrem Tabellenbuch gängig ist und nicht irgendeine andere. Ich bleibe jetzt natürlich immer bei der gleichen Methodik. Wir sehen hier A ist 1, das gilt für diese Hälfte, A ist 0, das gilt für diese Hälfte, B ist 1, das gilt für diese oberen vier Zellen, B ist 0, das gilt hier, C ist 0 für diese vier. Und C ist 1 für die beiden und für die beiden. Gut, ich werde jetzt exemplarisch Einsen eintragen, aber ich werde das natürlich nicht über das ganze Video hinweg für alle Einsen, die es hier gibt, tun. Das würde ja viel zu langweilig. Als erstes sollte ich mir überlegen, ob ich Nullen oder Einsen eintragen will. In diesem Fall, diese Wahrheitstabelle gehört zu diesem KV-Diagramm, ist es egal, ob ich die Nullen oder Einsen eintrage, weil es jeweils vier Nullen und vier Einsen gibt. Der Aufwand ist also jeweils gleich hoch. Also schauen wir uns das hier exemplarisch an. Ich will zuerst diese 1 eintragen, 0, 0, 1. 0 für A, 0 für B, 1 für C. Das ist diese 1. Als weiteres Beispiel nehme ich die letzte 1, die hier steht im Ausgang. 1, 0, 1, A ist 1, B ist 0 und C ist 1. So muss man sich jetzt also mehr oder weniger mühsam die einzelnen Felder suchen und die Einsen dort eintragen. Den Rest fülle ich einfach mit Nullen aus. Ein weiteres Beispiel sehen wir hier. Diese Wahrheitstabelle gehört zu diesem KV-Diagramm. Hier macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob ich die Nullen oder Einsen raussuche. Es gibt nur zwei Nullen, also suche ich die Nullen raus zur Eintragung. 1, 1, 0, 1, 1, 0, das ist dieses Feld, dort trage ich die 0 ein. 1, 1, 1, das ist 1, 1, 1, das ist dieses Feld, da trage ich eine 0 ein und den Rest fülle ich anschließend mit Einsen auf. Die waren jetzt schon hier eingetragen, aber ich denke, das ist nachvollziehbar, dass man die natürlich nur anschließend eintragen kann. Das Spielchen geht nun weiter bei Wahrheitstabellen mit vier Eingangswerten. Naja, und da geht das ganz genauso. Das werde ich hier also auch nur exemplarisch durchführen. Ich suche mir mal die letzte Stelle raus. 1, 1, 1, 1. Da müsste also eine 0 stehen. A ist 1, B ist 1, C ist 1, D ist 1. Das ist wieder dieses Feld, da muss eine 0 rein. Schaue ich mir diese 1 an. 0, 1, 1, 1. A ist 0, B ist 1. C ist 1, D ist 1, das ist dieses Feld, da gehört eine 1 rein. Naja, und so geht das Spielchen halt wieder weiter. Den Rest fülle ich mit Nullen auf.
Die Nullen muss man nicht mal unbedingt eintragen, zumindest in dieser Variante nicht. Es wird aber meistens so gemacht. Für die anschließende Gruppenbildung kann es durchaus sinnvoll sein, dass man sie nicht einträgt, weil die Nullen machen das Ganze nicht unbedingt übersichtlicher. So, jetzt habe ich hier überall nachgetragen. Sie sollten, sofern Sie Prüfungen oder Klausuren schreiben, die dieses Thema beinhalten, sollten Sie das gründlich einüben und konzentriert arbeiten, denn das Ganze ist sehr fehleranfällig. Im Grunde her ganz einfach, aber man macht natürlich schnell Fehler, wenn man sich nicht voll konzentriert. Im nächsten Video werde ich anhand dieser Beispiele zeigen, wie man die Gruppen zu bilden hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich über ein Like und noch mehr über ein Abo. Herzlichen Dank.